Oh Gott. Handgranate. Okay, Moment. Kann ich ja wieder nicht herstellen. So, Bindemittelbogen hier. Sprengkapsel. Und ein Sensor. Gerät gebastelt. So, Medikit kann ich ja wahrscheinlich noch nicht machen. Doch. Ah, cool. Wo haben wir denn die ganzen Sensoren her? Ah ne, uns hatte... Die subkutane Infusole hat uns die ganze Zeit gefehlt, glaube ich. Ne? Aber jetzt können wir eins machen. Nur eins kann ich wahrscheinlich nicht machen. Ne? Nein, fehlt uns jetzt wieder diese Infusole. Okay. Hey, Buddy. Da ist nichts dabei. Leuchtfackel. Moment mal eben, ich wechsle mal. Ich weiß nicht, gegen Alien wird mir wahrscheinlich Ruhe aber nicht viel bringen. Schätze ich zumindest. Boah, die sieht aber auch total krass aus, oder? Die Blendkanone. So, hier ist nichts mehr. So wie es aussieht. Da hinten ist noch ein Koffer. Schrott, jetzt können wir uns wieder einsammeln. Heute gucke ich gleich nochmal hier rein. Schief, okay. Ja, ein Kopierer. Den kann man dann bestimmt. Oh Gott. Der Flugschreiber. Was? Was? Konzentrier dich. Bitte. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Boah, das ist übelst auffällig. Fuck, 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 fuck. Ich gehe einfach schnell durch die Tür, da würde ich sagen. Gerät unzureichend. Wirklich jetzt? Hier. Benutzen. Okay. Jetzt muss ich die Dinge ordentlich anordnen, oder was? Es gibt ja immer noch eine Möglichkeit, bitte. Ne? Geht die Tür jetzt auf, oder was? Nein. Welche Überraschung? Ah, Datenzettel offen. Ah, okay. Ah! Jetzt habe ich durchschaut, warum wir das gemacht haben. Und wir haben die Datenzettel. Okay, ein funktionierender Zugangsgenerator. Hacken Sie den Aufzug zu Sixens Communications. Okay, wir müssen also wieder zurück. Mal schauen, ob das klappt. So, mit linker Stick auf das Codesystem zugreifen und rechter Stick und X nutzen, um den angegebenen Code einzugeben. Das ist ein Anfang. Okay. Batsch. Batsch. Dieses verkorkste Grundschul-F. Puh. Gefällt mir.
So, hier waren wir ja schon, ne? Und hier sind wir gekommen. Also können wir schnell weiterlaufen. So. Und ich kann speichern. Das ist immer was. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich ein Medikit nehme oder nicht. Aber nee, ich habe immer 60% Leben. Wir müssen jetzt dahin. Ja, ich muss einfach wieder zurück, Leute. Was ist in der Lobby? Okay, das heißt, ich muss die Treppe nehmen. Treppe nehmen. Das kann nicht wahr sein. Deaktivieren Sie die Sicherheitsabriegelung. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Okay, die Treppe ist versperrt. Muss ich das Modul erstmal wieder finden? Tür verschlossen. Das Ding können wir damit auch bekommen. Okay. Dum-dum-dum-dum. Sevastopol, Terminals. An Schiefport. Schief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch für die Leute, die noch hier sind. Die schlechte Nachricht, wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka oder schaut sich die Sache an, er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. Franzo ist falsch. Ich sage einfach mal Franco. Franzo ist aber auch ein witziger Name. So, zurück bitte. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Seeksons kostensparend hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. Wie konnte es so weit kommen und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Okay. Mein Name ist Julia Jones. Zu diesem Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. Ja. Haben wir noch Zubehör? Gibt's nicht. Klingt ein bisschen wie so ein alter Amiga. Egal, Audio. Auch nicht, okay. Interessant. Ja, der ist unfassbar nervig. Kann ich nichts machen? Hier kann ich mich verstecken. Gut zu wissen. So wie es aussieht, kann ich überhaupt nichts machen. Okay, dann gehen wir weiter. Piep-Ding. Okay, dann gehen wir mal hier. Cooler Sound gewesen. So, das habe ich jetzt aufgemacht. Jetzt nur gerade, was mir das gebracht hat. Ich kann erstmal wieder speichern, das hat es mir gebracht.
Aber das Gitter ist ja immer noch da. Aber ich speichere trotzdem erstmal, Leute. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. So gut. Das kriege ich ja nicht auf die Tür. Das geht wirklich nur da, wo es grün ist. Das ist rot-grün. So, aber das ist auch für ein Arsch hier. Geht er nicht auf? Also hier muss noch irgendwas sein. Sande ist lauter Karte. Ach, guck mal einer an. Ne, deswegen ist es auch gut, dass man da mal auf die Karte schaut, weil das sieht ja genauso aus wie alles andere auch. Eine verdammte Tastatur. Fuck. Nein.